Das Europäische Parlament hat eine Resolution angenommen. In dieser Resolution haben wir verankert, dass wir die Suspendierung des SWIFT-Abkommens uns wünschen. Das ist erstmal wichtig, das ist richtig. Aber nun ist die Kommission gefragt. Die Kommission muss nun gewissermaßen die Schritte zur Kündigung vornehmen. Dazu braucht sie aber auch die Mehrheit. Sie braucht den Rat dazu. Der Rat muss also diese Sache auch mit unterstützen. Da sehen wir wenig Bewegung und insofern können wir nicht verstehen, dass der Rat und auch die Kommission daran festhalten, ein solches Abkommen, das mit Füßen getreten wird, weiterzuführen. Denn eins steht fest, die Geheimdienste kommen überall ran. Und das bedeutet, dass das SWIFT-Abkommen damit auch mit seinen Datenschutzsicherungen, die zwar gering sind, aber letztlich doch vorhanden sind, völlig außen vor ist.